Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und heute bin ich wieder für euch in The War Within unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir finden unter Quests und dann War Within und hier haben wir den Erfolg ganz schön knapp. Dafür müssen wir Folgendes machen: Schließt die World Quest Ressourcenhunger in den schalenden Tiefen ab und springt dabei an höchstens 25 Haltegriffe. Wir benötigen als allererstes einmal die World Quest Ressourcenhunger. Und dann müssen wir uns ein bisschen drauf vorbereiten. Ich habe das jetzt eben Main schon gemacht und dachte, ich mache einen Schlachtzug auf, dass ich die World Quest nicht abschließe und springe ein bisschen rum und resette es. Irgendwie hat das da leider nicht funktioniert. Dementsprechend mache ich das jetzt auf dem Twink nochmal und ich hoffe, wir kriegen das jetzt hier vernünftig hin. Also als erstes müssen wir quasi dieses Säckchen anklicken, dass wir hier auch die Steine haben. Und jetzt ist es so, sobald wir den ersten Haltegriff anklicken, müssen wir insgesamt 7 so blaue Edelsteine quasi anklicken. Und wir dürfen aber fürs Achievement nur maximal 25 Steine quasi aktivieren. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt und hoffentlich klappt das einmal. Ich fange hier nicht links, sondern rechts an. Und ich würde sagen, wir klicken den ersten mal an. Da haben wir Nummer 1, dann Nummer 2, Nummer 3. Dann klicken wir den hier an. Dann 4, 5, 6, dann klicken wir den an, 7, 8 und 9, dann 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dann klicken wir den hier noch an. Und diesmal hat es wunderbar geklappt. Ganz schön knapp. Da gab es jetzt einmal das Achievement und zwei hatten wir tatsächlich noch über. Also wenn ihr, wie ich, das beim ersten Mal irgendwie nicht so ganz hingekriegt habt, ne, dann einfach mit einem anderen Twink rein. Ihr könnt das Intro skippen. Und dann quasi direkt herfliegen, wenn ihr mit einem Char auf Max-Level schon gespielt habt und auch die komplette Kampagne abgeschlossen habt. Dann schließt ihr damit auch oder schaltet für die quasi damit auch für die Twinks einfach die World Quest frei. Gut, das war es eigentlich mit einem kleinen Achievement Guide. Vielleicht schaut ihr euch vorher die Route auch nochmal ein bisschen an. Ihr könnt das auch hier ein bisschen langfliegen und gucken. Sobald ihr einmal auf das Paket draufgeklickt habt und den ersten Stein angeklickt habt, könnt ihr das euch ein bisschen genauer anschauen. So habe ich es auf dem Main gemacht. Komischerweise, als ich es dann gespielt habe, hat es leider beim zweiten Durchgang nicht mehr gezählt. Also eventuell dann auch, wie ich hier das mit dem Twink machen. Juti, das war's mit dem Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.